Herzlich willkommen zurück zu Benjutui, die erste Welt, haben wir endlich erreicht. Freigeschaltet. Und diese Musik, Mayaos Tempel. Oh. Wappfeld? Das ist ein Wappfeld! Finde ein weiteres in dieser Welt und du kannst zwischen ihnen reisen! Die sind sehr, sehr, sehr praktisch, denn die Welten sind einfach lächerlich groß. So übertrieben heftig groß, dass man da... Da komme ich gar nicht rein. Wobei, die erste Welt ist witzigerweise, glaube ich, gar nicht mal so unglaublich groß. Da gibt es dann später noch ganz unübersichtlichere Sachen. So, da unten ist noch ein Ginger im Wasser. Den ignorieren wir einfach mal gekonnt. Genießen die schöne Atmosphäre, die Musik, die Grafik. Alles ist so schön. Sammeln auf dem Weg nach oben einfach mal ein paar Noten noch ein. Du hast ein paar Noten gefunden, Junge! Suche jetzt nach mir! Ja, der will Noten als Bezahlung quasi, um seine Moves erst weiterzugeben. Buttles hat es einfach gratis gemacht, ich weiß nicht, warum er da irgendwie... Er will sehen, dass ich würdig bin, denke ich mal. Und eine Note hier gibt gleich 5 und die bleiben eingesammelt. Die werden mir nie wieder weggenommen, wenn ich irgendwie sterbe oder sowas. Das ist ein Benjutui auch noch ein bisschen unangenehmer gewesen. Die mächtige Goldstatue schläft, bis ihre Dienste wieder in Anspruch genommen werden. Okay, das ist nämlich der Kollege, der auf der Tür der ersten Welt zu sehen war. Und der wird auch eine entscheidende Rolle spielen. Ein Mumbo-Blatt, ne? Das ist ein Mumbus-Plattform. Mumbo darauf stehen und großen Zauber machen. Ganz schlecht synchronisiert, wie ich finde gerade. Ah, ja, die Musik. Stirb! Nicht hier! Nein! Du hast eine Geschicklichkeits-Honigwabe gefunden! Drücke B im richtigen Moment, um deinen Energievorrat optimal aufzufrischen! So, dann muss ich dann drücken B, ne? Zack, zack, jetzt! Glück gehabt. Später wird es ganz schnell und dann muss man meistens eins früher drücken, sonst hat man plötzlich nur noch eine Honigwabe. Hallo. Stehen geblieben. Was wollt ihr? Wir wollen da reingehen. Klingt cool. Natürlich ist es cool. Jeder möchte die Steinballturniere sehen. Dann lass uns rein, Schmacko. Schmacko, wir werden die Action verpassen. Schmacko? Ich bin offizieller Kaidulas. Und es gibt keine Karten mehr, kein Zulass. Es wurden alle verkauft, während ihr Benjutsu-Kazooie gespielt habt. Ja, ist klar. Wir wollen nicht zuschauen. Wir wollen zutreten und gewinnen. Netter Versuch, aber das geht leider nicht. Nur Steinis haben Zutritt. Komm schon, bitte, bitte. Nichts da. Kleine Bestechung gefällig? Wie kannst du es wagen? Es ist eine anständige Veranstaltung. Verschwindet alle beide. Oh, meine Lunge. Das war schlimm. Oh, hallo. Tiox X Zinger Axel Kronen. Hä? Hier wird Deutsch gesprochen? Deutsch! Aber er ist genau meiner Meinung. Also sie. Kazooie ist eine sie. Ich komme immer darauf, dass es ein Er wäre, weil es dieses Lied gibt, Wo ist Kazooie? Wo der Sänger das ganz falsch interpretiert hat. Was der eigentliche Witz eigentlich an der Sache auch ist. Unter anderem. Gut, ich komme in diese ganze Tür noch nicht rein. Aber ich kann einen neuen Move lernen. Bring deinen Lahmknochen her und drücke B! Zum Befehl, Herr Oberfeldmarschall. Es ist nicht mal ein Unteroffizier, doch gerade so. Ausbilder Chamjas, meldet sich zum Dienst! Schau dir mal den Typen an, Benjo. Sieht aus wie Bartels in Uniform. Natürlich sehe ich Bartels ähnlich, du Strusch. Er ist mein Bruder. Wie geht's überhaupt dieser Drahtüte? Nicht allzu gut. Kürzlich dahin geschehen. Unter der Hand der Hexe, Grunti. Tut mir leid, das zu hören, Flohkugel. Ist der zum Kampf angetreten? Eher zum Kartenspielen. Typisch. Dann willst du bestimmt einige meiner Spezialmoves lernen, um es der Hexe heimzuzahlen, was? Eigentlich nicht, Bartels hat uns im letzten Spiel schon so viel beigebracht. Puh, der kannte doch nur Anfänger-Moves. Ohne meine hochentwickelten Techniken kommst du nicht weit. Also gut, Chamjas, dann bringen wir uns doch gleich etwas bei.
Nicht so ungeduldig, du Schlaumeier! Ihr traurigen Gestalten müsst euch erst bewegen! Findet ein paar Noten, kommt wieder, wenn ihr genug gefunden habt! Nee, einen Moment noch. Wir haben noch genug. Wie ich sehe, hast du genug Noten für meine erste Lektion? Hör und staune, du Tölpel! Die Noten haben wir gar nicht übersehen können. Sucher! Ein Sucher, der wäre jetzt ganz fein! Dann treffen die Eier auch fast von allein. Drücke nach oben, dann hast du den passenden Blick. Danach drücke Z und schieß mit Geschick. Das ist dann alles. Der Reim war noch ganz in Ordnung. Weggetreten. Später kommen Reime, da kräuseln sich alle Haare. So, probieren wir es doch gleich mal aus. Ah, das war ein ganz schlechter Zeitpunkt. Das ist halt echt ein bisschen ego-shooterhaft, dieses Spiel geworden, in Teilen zumindest. So, Z drücken. Z ist hier links. Der bewegt sich gerade nicht. Ich bin wohl zu weit weg. Nein, ich bin genau richtig. Jetzt ist er für einen Moment erstarrt und kann mir nichts anhaben. Ja, man hört die ganze Zeit schon den Shinjo da im Wasser unten. Und hier oben ist irgendwo auch noch einer, glaube ich. Genau beim Steinballturnier war noch einer. Kriege ich dann später. Machen wir hier erstmal auf, würde ich vorschlagen. Aber dazu muss ich einfach nur über die reintreffen. So eine epische Musik. Das ist halt nicht so leicht zu ziehen, das muss ich dazu sagen, deswegen dauert es ein Weilchen. Aber es ist trotzdem wohl leichter mit dem GameCube-Controller als mit dem N64-Controller. Ach, da oben sind auch noch welche, toll. Im N64, das ist so übel. Aber ich habe es nie auf dem N64 gespielt, nur Banjo-Kazooie. Ich gehe erstmal hier rein und dann sehen wir auch den Raum, den wir beim Freischalten der Welt gesehen haben. Als Puzzle-Spiel. Schatzkammer. Was hast du? Es ist furchtbar. Ich kann Tagizans unbezahlbares Reliktendinges nicht finden. Es wurde bestimmt gestohlen. So ein Pech, was kümmert's uns? Helft Splottazin und ich schenke noch euch ein Puzzle. Ein Puzzle? Ja, wenn das so ist. Großartig, ich öffne euch den anderen Eingang, aber bald, bei euch später. Ach, der muss uns erst was öffnen. Dann war das sehr gut, dass ich erst hier hingegangen bin. Den da oben, genau, Mayaros Tempel. Wieso eigentlich Tempel? Der Tempel an sich ist von Tagizan und das ist nur der Tempel in der Welt selbst. Warum heißt die Welt selbst so? Komisch. Oder auch komisch, nicht? Da sie ist ein bisschen zu Style. Deswegen verschwinden wir erstmal hier. Und gucken uns weiter um. So, was fehlt denn noch? Wie wär's mal mit ein bisschen... Da ist übrigens der Tempel im Hintergrund, von dem ich gerade sprach. Soll ich mit Mumbo reden? Ich glaube... Ja, das ist eine gute Idee. Du hast ein anderes Wurmfeld gefunden! Stelle dich auf das Wurmfeld und drücke B, dann reist du zu einem anderen aktivierten Wurmfeld in dieser Welt! Das ist alles eigentlich sehr einleuchtend, was der erzählt. Dennoch beim ersten Mal spielen war das irgendwie zu viel Information für mich, auch wenn es tausendmal wiederholt wurde und... Einiges habe ich wohl gar nicht erst gecheckt. Aber jetzt kann ich alles, jetzt macht es alles auch so viel Spaß. Und ich kann die ganze Faszination in mir aufnehmen. Ah ja, das ist ein toller Globo, den wir brauchen, damit Mumbo überhaupt was macht. Du hast ein Globo gefangen! Man sagt, sie haben magische Kräfte! Deswegen will Mumbo sie auch. Aber nicht mehr, um zu zaubern. Zumindest nicht, um uns zu verwandeln. Öffne die großen Steintoche mit der mächtigen Goldstatue! Ja, da wird ja alles gespoilert. Warum machen die das? Das will ich auch selber rausfinden normalerweise. Ganz müde. Armer Mumbo. Ah, Bär und Vogel, endlich hier. Mumbo, bester Schamane im Spiel. Also hat neuen Schädel gebaut. Mumbo auch wollen helfen, aber du erst müssen finden, Zauberwesen. Ja, sein Schädel sieht schon ein bisschen beeindruckend aus. Wir haben einen gefunden. Müssen Zauberwesen geben, Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Ja, ich habe ja gar keine Wahl, wa? Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es wäre für den Mumbos Krug oder wie, was auch immer er gesagt hat. Ah, ja. Stab raus. Ah, Moment, ich werde ein Held. Drücken B für mächtigen Schamanen. Chockstock.
mich auf meinen Stuhl zurückbringen, wenn wieder Bär und Vogel sein wollen. Hau ihn kaputt, den Benjo. Ja, schon ziemlich beeindruckend, aber im Endeffekt recht schwach. Man braucht ihn nur, um zu diesen Mumbo-Platten zu gehen. Und auf diesen kann er dann pro Welt einen bestimmten Zauber ausführen. Und wenn es mehrere Mumbo-Platten in einer Welt gibt, immer nur denselben Zauber, nur an verschiedenen Stellen halt. Da ist ein Chinja oben. Yay. Ich glaube, das ist das einzige Mal, wo man hier Mumbo braucht in dieser ersten Welt. Und danach kann man ihn links liegen lassen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Rücken B für mächtigen Mumbo-Zauber. Geiles Lied jetzt. Hoffen, das funktionieren. Beschwörung. Des goldenen Goliath. Ich habe Beschwörung einfach so gesagt. Ich wusste nicht, dass der Zauber an sich hier so heißt. Einfach dieser Tanz ist halt an sich schon eine Beschwörung. Und richtig beeindruckend. Eine Riesenstatue kann ich jetzt steuern. Mumbo Magie lassen goldenen Goliath auferstehen. Magie dauert eine kurze Zeit, wenn wieder ich sein wollen. Drücken. Also Platz bringen oder B. Hätte ich jetzt Mumbo weghauen können. Moment, ich muss nach unten, ne? Einer muss ich nach unten. Ja, ich glaube, ich muss ihn sowieso zweimal befehligen, weil für alles auf einmal reicht viel Zeit nicht. Erstmal muss ich hier auf Bamsen. Boing. Dann soll ich gleich mal rein. Irgendwo gab es da nämlich noch speziell für ihn ein Puzzleteil. Das ist aber, glaube ich, auch. Ja, hier war das. Das hätte ich jetzt aber auch als Bärenvogel holen können. Irgendwo gab es hier, glaube ich, Gummistiefel. Aber scheinbar irre ich mich. Sonst ich, nein, kann nicht sein. Hier, so hoch käme ich gar nicht. Mit Benjo und Kazooie. Deswegen ist das Puzzleteil kann man nur mit dem Goliath hier holen. Das hier ist übrigens das Gefängnisareal. Der stand bestimmt gerade da, aber ich habe nicht drauf geachtet. Schneller, wir wollen noch was erreichen. Ich laufe falsch und ihr sagt nichts. Wo geht's denn hier raus? Ich bin verwirrt, wo ging's denn hier jetzt raus? Was? Ich bin falsch zurückgelaufen, was? Ich hab's gar nicht gemerkt. Ich bin zur falschen Seite raus. Wieso gibt's denn hier auch zwei Durchwege? Ja, jetzt hab ich's vergeigt. Mumbo Magie jetzt zu Ende. Oh. Aber wie aus dem Nichts kommt er wieder an seine vorgegebene Position. Wir können das Ganze nochmal machen. Und dürfen uns das alles nochmal anhören. Übrigens steht da Ikum Bokum auf der Plattform. Das hat immer der Schädel gesagt aus Banjo-Kazooie, wenn man ihn eingesammelt hat. Das war ganz witzig. So, ich muss trotzdem nochmal hier runter kurz. Vielleicht hätte ich das auch erst später machen sollen. Aber hier muss ich zum Beispiel die Flugplattform aufmachen. Und ich hätte gern den Chinjo. Wo war denn der Chinjo? War der weiter unten, oder? Ich laufe trotzdem mal hier hoch. Ja, das hat sich gelohnt. Ich kann hier auch nichts aufmachen. Richtig. Ich kann hier nicht hochspringen. Doch, Moment, der kann springen. Aber nicht so hoch. Das wäre auch übertrieben. Chinja hat gerufen, aber das war der Blaue über dem Steinturnierareal. Wo ist der? Hier unten ist der doch. Ein Schwarzer. Den hat man ganz leicht übersehen können. Aber zum Glück rufen die einen ja immer, sonst, wie gesagt, wo sieht man sie leicht? Die wollen ja gerettet werden. Das ist endlich mal eine Sache, die man nachvollziehen kann. Andere wollen mal gerettet werden oder sonst was und verstecken sich einfach. Und wundern sich dann, dass man sie nicht findet. Kriege ich noch die Tür auf? Ist das das Einzige, was ich noch machen muss? Das wäre jetzt fies, wenn ich das jetzt nicht schaffen würde. Das wäre richtig dumm. Komm, 5... Ich muss nur noch das aufkriegen. Ja, perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich alles geschafft, was ich mit dem machen muss. Zweimal hätte ich ihn sowieso beschwören müssen. Also ist alles in Ordnung. Dann kann ich jetzt mit Mumbo quasi wieder zurück.
Einfach um es mal zu zeigen. Ein großer Zeitgewinn ist das jetzt nicht. Aber ich kann ja mal das Warp-Feld nutzen. Natürlich muss man auch B drücken. Vor Momos Schädel. Sehr schön. Jetzt haben wir uns hier quasi alles frei gemacht und können jetzt alles abklappern. Überall können wir jetzt hin. Momos Schädel. Warum auch immer er zwei Etagen hat. Das hätte nicht sein gemusst. Will halt ein bisschen protzen. Schön, dann mache ich hier aber erstmal jetzt Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.